Oh, hier ist direkt was. Der ist AFK. Also langsam kriegt der Schaden. Hat auf jeden Fall schon Kratzer. Oh, wir haben es geschafft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Heute spielen wir mal den Carnotaurus. Und ich hoffe, wir kommen jetzt an die Organe ran. Oh nein. Oh, nicht im Ernst. Ja, wir müssen leider wegrennen. Ja, das war's mit unserem schönen Snack. Was ist denn hier los? Das ist unser zweiter Kill. Und dritter Kill. Kriege ich aber irgendwie keine Organe raus. Kann das sein, dass es AI ist? Weil auf dem Server soll es auch High AI geben. Oh, das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich habe gerade keine Spieler getötet. Sondern irgendwelche, ja, computergesteuerten Dinosaurier, die rumlaufen. Die scheinen mir keine Organe zu geben und auch nichts für meine Diät. Alter, ist der Server laggy. Hier ist ein Mensch. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber der Server leckt ohne Ende. Wir müssen gleich auf jeden Fall den Server wechseln. Dann müssen wir nochmal neu anfangen mit dem Kano. Man wechselt auch super schnell. Ich bin jetzt schon fast ganz ausgewachsen. Also keine Ahnung. Aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Yay! Unseren ersten Menschen. Oha. Das ist ja mal cool. Der hat sogar eine Waffe in der Hand. Vielleicht geht das ja auch bei anderen Servern, also dass man auf Menschen treffen kann. Halt, wo es nicht so laggt und wo man auch nicht so schnell wächst. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu schnell. Ich bin jetzt innerhalb von 5 Minuten ausgewachsen. Ich finde es aber lustig mit den Menschen. Irgendwie ein seltsames Bild. Aber ich versuche die jetzt mal zu schlucken. Ah, das geht leider nicht im Ganzen. Dann essen wir den jetzt so. Oh, wir werden beobachtet. Ja, und dann würde ich sagen, wechseln wir mal den Server. Auf ein neues. Und diesmal auf dem offiziellen Server. Ich will jetzt auch gerade mal nicht schreien, weil ich will jetzt noch keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wir müssen halt jetzt versuchen, unsere Diät möglichst schnell vollzukriegen. Deswegen werde ich erstmal schnuppern. Ah, das liegt da unten am Schlammloch. Aber da sind auch Ceratus. Nein, das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein. Soll ich jetzt einfach schnell versuchen zu essen? Und hoffen, dass die mich nicht bemerken. Die würden mich auf jeden Fall wegsnacken, da bin ich mir sicher. Oh nein, ich habe was Falsches gegessen, oder? Oh! Da werde ich schon angegriffen. Oh nein, da kommt noch ein großer. Wir müssen rennen. Ich hatte was im Trailer gesehen, dass man in diesen Gebieten für kleine Dinosaurier irgendwelche speziellen Sachen findet, die man essen muss. Also vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Versuch mal dort reinzurennen. Das ist halt hier dieses Symbol da, was wir genau gerade aussehen. Jetzt sind wir in dem Gebiet, aber wir müssen dann noch irgendwie runterkommen. Versuch's mal hier an der Stelle. Oh Gott. Okay, wir leben. Und nicht die Knochen gebrochen. Aber ich glaube, wir sind fast gestorben. Oh, Food Poisoning auch. Okay, wir haben halt irgendwas Vergammeltes anscheinend gegessen. Ich glaube, das wurde einfach verbuggt angezeigt dann.
Oh Mist, das ist natürlich jetzt ganz schlechter Start. Schwer verletzt. Was Falsches gegessen. Oh, guck mal, ein kleiner Tenno. Oh, der hat Angst vor mir. Sie sollte er auch haben. Oh, ich komme nicht hinterher. Oh Mann, ey, das ist jetzt echt ganz schlecht. Es wird auch noch Nacht. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, da irgendwie Food zu kriegen. Ansonsten müssen wir halt neu anfangen. Ist vielleicht sogar besser, wenn ich jetzt sterbe. Okay, das haben wir schon mal voll. Wenn wir jetzt noch die zwei Striche kriegen, sind wir wieder gut dabei. Da haben wir uns übergeben. Ja, das kommt davon, wenn man was Falsches isst. Aber konnten wir an sich nichts führen. Es wurde halt falsch angezeigt. Oder ich habe halt wirklich irgendwie daneben gebissen oder sowas. Kann auch sein. Aber das sieht aber schon wieder vergammelt aus. Das esse ich jetzt nicht. Oh nein. Direkt in den Raptor reingelaufen. Aber ist vielleicht besser so. Hier ist direkt was. Okay, den haben wir schon gut verwundet. Wo willst du hin? Nein, der Dilo-Freunde hier. Okay, ich sollte hier verschwinden. Das ist es nicht wert. Ich hoffe, die gehört zu unserer Diät. Leider nicht. Oh, guck mal, das ist ein Reh. Vielleicht steht das ja auf unserer Speisekarte. Da haben wir es. Gucken, ob es sich gelohnt hat. Tatsächlich, es hat sich gelohnt. Das ist sogar das S, was wir brauchen. Oh, wie schön, die Sonne geht auf. Und wir sind hier an diesem großen See. Ich hoffe, hier finde ich dann jetzt die letzte Diät. Weil an sich brauchen wir, glaube ich, nur noch... Ja, so zwei Bisse. Aber hier sind halt auch schon wieder Raptoren zu hören. Raptoren sind halt somit am gefährlichsten für mich. Weil die jetzt so schnell sind. Boah, ich höre hier irgendwas Großes. Ich glaube, direkt unter mir. Ah, das sind Dibbles. Die gehen da was trinken. Boah, die bringen den Tenno um. Das könnte gut sein für mich. Oh, richtig gut. Oh, da wird gerade einer gesnackt von einem Croc. Goodbye. Zack, da ist es weg. Ich werde jetzt versuchen, mal zu der Leiche zu kommen. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffen kann mit meinem Saurier. Ich glaube, hier komme ich nämlich nicht rüber. Ach doch, kommen wir rüber. Sehr gut. Okay, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch den Darm. Den müssen wir uns jetzt nur noch aus dem Bauch rausholen. Ich kann schon wieder irgendwie den Bauch nicht aufbeißen. Weiß ich, ob ich was falsch mache, ob ich noch zu klein bin. Das ist echt schade. Dadurch kann ich halt die Diät nicht auffüllen. Ich komme halt an die Organe nicht ran. Aber was muss ich denn dafür machen? Ich meine, viel besser zielen kann ich doch gar nicht, oder? Noch genau da, wo es eigentlich geöffnet wird. Nee, keine Chance. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe so lange darauf eingebissen. Schade, schade, schade. Das ist natürlich doof. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier eine volle Diät... Oh Gott, fast runtergefallen. Dass wir hier eine volle Diät hinbekommen. Na, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Weil eigentlich müsste das gehen, dass ich da irgendwie an die Organe komme. Oh nein, Server Restart ist gleich. Ich schluck schnell den Darm. Hat geklappt. Jetzt muss ich mich ausloggen, so schnell wie es geht.
Jetzt haben wir die volle Diät. Ich hoffe, der speichert das. Ich bin ein bisschen spät dran mit Ausloggen. Oh, sehr gut. Das mit der Diät hat gespeichert. Das heißt, wir müssen jetzt schnell irgendwo in Sicherheit erstmal rennen. Weil hier ist es halt echt gefährlich. Hier loggen sich jetzt alle wieder ein. Und dann werde ich erstmal versuchen, trinken zu gehen, denke ich. Das ist so das Nächste, was auf der Liste steht. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen richtig guten Wachstumsboost. Ich glaube, 100% müssten das sein. Ja, 100%. Das heißt, wir wachsen doppelt so schnell. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Schaden bekommen wegen so einem kleinen Felsen. Das gibt es doch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Oh Gott, diese kleinen Mini-Felsen haben mich jetzt echt umgebracht. Zweimal hintereinander. Ja, hier vorne wäre auf jeden Fall schon wieder S. Oh. Da ist ein Cerato an dem Felsen. Seht ihr den? Der beobachtet da gerade. Der hat mich gesehen. Oh. Okay. Ich hätte vielleicht direkt wegrennen sollen. Ja, der olle Raptor gönnt sich jetzt meinen Reh, das lasse ich nicht zu. Ach ne, ist ein anderer Kanu. Da vorne ist ein Tenor am Strand. Aber wir sind halt beide noch echt klein. Ich glaube, er will es versuchen, mein Mate. Okay, ich werde verfolgt. Oh Gott, ich bin voll langsam hier. Aua. Der ist schneller als ich. Autsch, 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 autsch. Au. Aua, was soll ich denn machen? Nein! There's nowhere to escape! Ab in den Wald! Ich glaube, mein Mate ist schon gestorben. Wir hauen ab. Wir sind jetzt schon wieder ein ganzes Stück gewachsen. Sind jetzt gerade ungefähr bei 40% wieder. Und ich habe bei den Mutationen direkt gelernt, dass ich weniger Fallschaden kriege, damit das nicht nochmal passiert. Passen wir unten durch? Ja, tatsächlich. Gerade so. Ja, die Karte ist schon echt wunderschön. Aber leider geht die Sonne gleich schon wieder unter. Wir brauchen bald auch wieder was zu essen, deswegen gehe ich gerade Richtung Sumpf. Da ist auch die Zone. Deswegen gehen wir jetzt ja auch durch diesen Tunnel. Das ist nämlich der kürzeste Weg. Ich hoffe echt, dass mir nichts entgegenkommt. Zumindest nichts Großes. Gegen was Kleines hätte ich nichts. Aber wir sind endlich beim Sumpf. Und ich höre auch schon Dinosaurier, das ist gut. Müssen wir uns gut umschauen, damit wir schnell was finden. Oh, da ist eine Wildsau, das ist gut. Da haben wir jetzt erstmal was zu essen. Das dürfte auch unsere Diät sein. Zwei Babywildschweine. Es tut mir leid, aber ich brauche euch leider. Oh, ist das immer ein schönes Gefühl, wenn die Sonne aufgeht. Ich würde jetzt ja gerne einen Schrei von mir geben, aber ich will nicht auf mich aufmerksam machen. Muss jetzt halt wieder da runter in den Sumpf.
Und da müssen wir dann was zu essen und zu trinken finden. Ich hoffe, hier ist es sicher. Das ist ein Fisch. Oha. Der schwebt da. Ich glaube nicht, dass ich da rankomme. Nee, der ist zu hoch. Schade, schade. Hätte ich gern gegessen. Oha, da ist einfach ein Croc am Strand. Vielleicht hat das die Mutation gelernt, dass es im Salzwasser klarkommt. Ansonsten wird es halt wahrscheinlich gleich eine Landwanderung machen müssen. Ich beobachte das mal ein bisschen. Jetzt erstmal taucht es wieder ab ins Meer. Oh. Das ist interessant, aber das ist wahrscheinlich auch zu groß für uns. Oh, das ist wieder ein Reh, das ist perfekt. Sehr schön. Das können wir gut gebrauchen. Ja, leider ist die Zone hier gerade nicht. Deswegen ist hier nicht so viel los. Aber ich brauche halt bald dringend was Größeres zu essen. Ansonsten habe ich ein Problem. Bin jetzt hier gleich schon einmal komplett rumgelaufen durch den Sumpf. Ich meine, schön ist es hier ja. Aber halt sehr einsam gerade. Ich würde halt jetzt gerne irgendwie ein paar Pflanzenfresser finden. Da unten ist eine Wildsau. Hier ist ein kleiner Stego. Oha. Ja, okay, den nehmen wir auch. Oh, da ist auch ein Stego. Der ist ein bisschen größer. An. Der hat sein Baby ein bisschen zurückgelassen. Okay, wir haben gute Hits gelandet. Die gehen ins Meer. Ich will jetzt nichts riskieren, ich hab's nicht eilig. Ist halt auch noch nicht so groß, ne, der andere da. Meint ihr, ich kann den einfach umrempeln? Face-check ihn mal. Okay, er macht ja super viel Schaden. What the hell? Okay, das geht ja gar nicht. Ne. Okay, ein Stego kann man nicht von vorne einfach tackeln. Das ist natürlich bitter. Ich war halt gerade auch wieder gestunt von dem, als er mich getroffen hat. Keine Ahnung, wie der neue Stego funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie man den am besten angreift. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Kleine mir schon so viel Schaden macht. Eieieiei, das war ja insane. Ich verblute halt gerade, obwohl ich sitze. Ich gehe mal schnell zu dem Schlamm, in der Hoffnung, dass ich mich da wälzen kann und das hilft.
Gott, das wird richtig knapp. Okay, ich heile. Oh, das war ja richtig knapp. Der macht ja übertrieben viel Blutungsschaden. Ja, krass. Also schreibt mir gerne Tipps gegen Stegos in die Kommentare, wie man sich da am besten verhält. Weil das ging ja total in die Hose. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht auch umrammen, aber naja. Das war nix. Und nach diesem erfolglosen Angriff habe ich dann erst am nächsten Tag weitergespielt. Leider ist mir dann recht schnell das Futter ausgegangen und ich habe im Sumpf nichts gehört, nichts gesehen. Und ja, dann ist mir leider dieses Schicksal hier ereilt. Wow. Einfach verhungert. Und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge von The Isle Evrima gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt auch gerne Tipps für den Kano in die Kommentare, denn in der nächsten Folge werde ich den Kano nochmal spielen. Also ich habe schon einen Teil davon aufgenommen, bin wieder ein bisschen gewachsen, aber ist noch nicht alles fertig aufgenommen, also ich kann eure Kommentare auf jeden Fall noch berücksichtigen. Schreibt aber auch gerne noch andere Spezies in die Kommentare, die ihr gerne mal im Video sehen würdet. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.